So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Sky, Folge Nummer 7, wenn ich richtig liege. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Der einzige Unterschied heute ist, wir spielen ohne Shader, um euch mal einen kleinen Kontrast zu bieten. Also um zu sehen, was ihr jetzt dazu sagt, wenn das ohne Shader ist, weil eventuell ich dann ohne Shader weiterspiele, wenn euch das besser gefällt oder I don't know, generell. Der Shader sah zwar echt sweet aus, aber FPS-technisch geht es halt jetzt nur noch bergab, glaube ich. Also die Meinungen, die jetzt unter dem letzten Video, unter dem hier hervorgehen, die entscheiden dann praktisch, wie das mit dem Shader ist. Also ich schaue mir da generell so die Meinung an, wie das ist. So, für heute haben wir den Plan. Wir wollen hier diesen LV-Capacitator und den ganzen Kram wollen wir wegtun. Der kommt nämlich, ja, ich weiß, wir haben ihn letztes Mal gebaut, der kommt nämlich aber hier rüber zum Windmill-Dings da, zur Windmühle. Denn die soll alleine das Ding befeuern und ich baue einen HV, also einen High Voltage, für das Zeug drüben, was wir neu machen. Also sprich die Wheels. Und dafür brauche ich einen Lead-Block. Das habe ich aber alles. Das weiß ich gerade nicht alles auswendig, ob ich alles habe. Ich hoffe aber schon. Hier ist er nämlich. Einen Redstone-Block brauche ich halt. Der fehlt mir nämlich. Das ist der Punkt. Der Redstone-Block, der fehlt mir. Und Redstone bekomme ich, wenn ich Dust chisle. Nicht chisle, sondern, wie heißt das? Sieve, genau. Darauf hätte ich mich vorbereiten können. Habe ich aber nicht gemacht. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen Compressed Sand bauen, damit ich ein bisschen Dust rausbekomme. Damit ich ein bisschen Redstone aus dem Dust rausholen kann. Aber das machen wir. Das wird schon klar gehen, denke ich. So, 16 Compressed Dust. Ich denke, da kriegen wir ein bisschen Redstone raus. Das sollte grundsätzlich passen. Also circa eines pro Ding sollten wir immer rausbekommen. Sieht bisher ganz gut aus, auch wenn ich der Theorie nachgehe. Das größere Problem ist, dass mein Inventar immer komplett voll mit irgendwelcher Scheiße ist. Und deswegen... Goddamn, Alter. Es ist halt echt krass, wie voll mein Inventar ist. So, wir haben schon 12 Redstone. Das ist definitiv schon das, was wir brauchen. Aber wir kriegen wirklich mit jedem Compressed Ding mindestens einen. Manchmal... Oft zwei, nicht manchmal. Oh, jetzt haben wir keinen bekommen, ja. Gerade verschrien. So, gegen Ende hin sah es jetzt noch ein bisschen mau aus. Haben wir leider nicht mehr so viel Redstone rausbekommen, aber 17 Stück ist schon ganz gut. Ein Block ist es halt, das heißt, einen Capacitor kann ich bauen. Ich tue die restlichen gepowderten Sachen hier nochmal ganz kurz rein, weil die haben mir sonst eh nichts verloren. So, dann brauche ich Aluminium. Davon habe ich eh auch mehr als genug und die Treated Wood Planks habe ich auch. Das heißt, wir dürften jetzt alles haben. Und zwar geht das einfach so. Was vertauschen? Nein? Was habe ich falsch gemacht? Treated Wood Planks, Aluminium, Lead Block, Redstone Block. Ach, da oben gehören Steel Ingots und kein Aluminium. Oh, das habe ich nicht gesehen. Aber ich habe mich ja darauf vorbereitet. Ich habe eine Menge Steel Ingots, also das ist kein Problem. So, jetzt aber. HV Capacitator. Das ist genau das gleiche wie der hier. Nur hat der statt 100, also der hat 100.000 und der hier hat 4 Millionen, glaube ich. Not sure. Kann ich das abbauen? Ja, das kann ich abbauen, ne? Das kann ich auch abbauen. Oh Gott, das ist gefährlich hier. So, dann steht der schon mal. Der andere Kollege, den stelle ich dann eben hier drüben für die Windmill hin. Der ist dann halt provisorisch wahrscheinlich dafür da, um Kabel zu betreiben. Also ganz genau würde ich es noch nicht sagen, aber kann ich mir halt für den vorstellen. Den stelle ich dann einfach mal hier hin, dann machen wir das da hin. Da oben dann den Kram dahin und dann haben wir eh noch diese Coil. Können wir wieder verbinden. Dann produziert das Windrad schon mal den Strom da hinein. Das passt doch. So, dann können wir den hier auch noch abbauen. Der hat auch keine Verwendung mehr. Wir müssen jetzt nämlich die HV-Dinger machen. Ich schau mal, was wir dafür brauchen. HV-Wire-Controller, Aluminium und Hardened Clay. Ja, super easy. Ich sage auch mal Controller, obwohl es eigentlich Connector heißt. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich nehme einfach nochmal circa die Hälfte von meinem Clay und brenne ihn nochmal. Mittlerweile dürfte ich ja genug Charcoal haben. Jawohl, genau. Machen wir da einfach mal rein. Dann haben wir auf jeden Fall auch genug Clay, was das angeht. Ich check mal kurz nach unten, was da sich getan hat. Denn hier unten müsste... eine Menge Steel fertig sein, das ist richtig. Warum geht das hier aber nicht weiter? Achso, das ist die Leiste. Ne, warte mal. Hä, müsste das nicht eigentlich noch brennen? Aber ich kann mal einen Block nachlegen und schauen, ob es dann funktioniert. Achso, der Slag ist das Problem. Der Slag ist das Problem. Der hat sich hier gefüllt, habt ihr das gesehen? Deswegen ging es da nicht weiter. Jetzt müsste es wieder weitergehen. Hier drüben haben wir auch noch einen Block of Coal Coke. Und ich kann hier nochmal ganz kurz das restliche Öl abfüllen in den Behälter hier drüben. Der ist jetzt fast voll. Der ist jetzt bei 31.000 von 32.000. Super. Das hat sich echt. Also, das Ding hat sich echt gelohnt. Da habe ich jetzt eine Menge Öl gespeichert. Weil ich das irgendwann mal später wieder brauche. Und ich würde hier unten gerne das Ding zubauen später. Den hier. Aber das ist sowieso hier alles dann irgendwann mal safe. Weil das wird halt mein Keller. Etc. pp. Wie ihr selbst schon geschrieben habt, ich muss auch an einer Sky-Insel einen Keller bauen. So, wir haben unseren Clay fertig. Aluminium haben wir eh noch da. Perfekt. HV-Wire-Connector. So easy kann es gehen. Den stellen wir jetzt einfach dahin. Stellen wir dahin. Jetzt brauche ich noch das HV-Kabel. Das ist der nächste Punkt. Da muss ich jetzt ganz kurz checken. Wobei, vielleicht stelle ich das gar nicht dahin. Das ist halt das. Doch, es geht eigentlich. Es geht tatsächlich, weil ich das einfach auf die andere Seite dann machen. Nein, warte, kann ich nicht.
muss ich dann runterhängen lassen, das Kabel mit einem Relay. Das zeige ich euch auch noch gleich, wie das geht. So, wir brauchen erstmal die HV-Wire-Coil. Das macht man mit Aluminium, einem Stick und Stahl. Das ist auch super easy. Stahl haben wir jetzt ja mehr als genug. Guck mal hier. Zack, fast einen Stack Stahl. Das ist halt super sweet. Da mache ich gleich mal ein paar. Jetzt habe ich vergessen, wie das angeordnet war. Ne, so ist es eh richtig. Machen wir einfach mal gleich 8 Stück. Das passt schon für den Anfang. So, und damit können wir das verbinden. Und jetzt sehen wir gleich zum ersten Mal, wie viel Strom das wirklich erzeugt. Es geht echt schnell so. Ja, also ich denke, dass das Ding halt bald voll sein wird. Und damit haben wir dann schon mal eine Menge Energie auf Seite, die wir dann später brauchen werden. Und jetzt zeige ich euch, was ich mit dem Relay gemeint habe, wie das funktioniert und wie das geht, etc. Und zwar kann man einen Wooden Post nehmen und den hinstellen, ja. Und an den kann man ein Relay hängen. Da muss ich ganz kurz mal eins craften. Das geht nämlich mit Insulating Glass. Okay, das ist ein bisschen komplizierter. Dafür brauche ich Kakteen und muss Iron Grid, Pulverized Iron. Okay, an ein Relay komme ich noch gar nicht ran. Ich dachte, dass ich das machen kann, aber das kann ich tatsächlich nicht machen. Weil die einzige Methode ist mit dem Insulating Glass und dafür brauche ich Pulverized Iron, dass ich eben nicht rankomme ohne einen Pulverizer. Und das Cactus Green ist auch ein bisschen komplizierter, glaube ich, zu erreichen. Ich meine, den Botania Flower soll es gehen. Aber ja, das werde ich erstmal noch nicht hinbekommen. Gut, dann vergessen wir das erstmal. Was es im Prinzip gemacht hätte, ist, ich kann ein Relay einfach überall hinhängen und daran kann ich dann die Kabel von der Spule weiter verbinden, weil das Ding hat nur einen Output hier. Das heißt, es kann nur in eine Richtung Energie empfangen oder, also einen In- und Output kann nur in eine Richtung Energie empfangen oder weitergeben. Und das ist halt ein bisschen blöd dafür, wenn man das in den Keller bringen will. Ich kann mir überlegen, ob ich das jetzt irgendwie anders aufbauen möchte, basierend auf der Information, oder ob ich das einfach so stehen lassen soll. Ich meine, könnte einfach jetzt einen Pulverizer bauen und dann aufs Relay gehen. Was kostet denn ein Pulverizer? Okay, Copper Gear kann ich machen, Redstone Reception Coil kann ich, Flint habe ich, Pisten kann ich machen. Ich brauche einen Assembly Table, stimmt, man braucht ja für alles einen Assembly Table, das habe ich voll vergessen, okay. Das heißt, ich brauche einen Assembly Table, Leute, machen wir das einfach mal. Ist so eine kleine Planänderung zu dem, was ich eigentlich machen wollte, aber ich denke, das kriegen wir hin. Hierfür brauchen wir Obsidian. Das werde ich nicht irgendwie abbauen oder so, sondern das werde ich mir holen, indem ich einen Igneous Extruder verwende. Ich meine, man könnte es, glaube ich, auch irgendwie craften, aber... Nee, kann ich sogar gar nicht. Machen wir einfach einen Igneous Extruder. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Copper haben wir... Perfekt, ja. Brauchen wir nur Eisen und Copper für. Mittlerweile sind wir ja gut gerüstet, was das angeht, diese Ressourcen, Eisen und Copper. Machen wir mal einen zweiten Eimer auch dafür, weil ich brauche einen Lava- und einen Wassereimer. Wo ist eigentlich mein anderer Eimer hin? Hier. Hol ich mir kurz die Eimer. Einmal hier Wasser, bitteschön. Und einmal hier die Lava. Der Ofen läuft jetzt übrigens wieder. Hat alles funktioniert. Perfekt. So, dann machen wir uns mal ran. Als erstes ein Pisten. Zack. Dann machen wir die Copper Gears. Anschließend brauche ich... Warum mache ich das mit dem Servo? Ja, mit dem Servo ist das, genau. Brauche ich Glas? Oh, ich habe aber Glas noch. Wo habe ich denn das hingetan? Das müsste ein unsichtbares Laut sein. Hier, genau. Connected Textures regelt. Dann machen wir kurz einen Servo. Und anschließend müssten wir eigentlich schon fast alles haben. Den Light Engineering Block noch. Dafür brauche ich die Dinger hier. Und dann der Ignis Extruder. Da ist er doch. Perfekt, super. Neues Gerät gecraftet. Stelle ich einfach jetzt mal auch unten hin zum Cobble Generator. Hat ja damit was zu tun. Wenn auch nur indirekt. Aber direkt genug, dass ich es mache. So, den müssen wir dann versorgen mit Wasser und Lava. Oh, warte mal, habe ich die einmal jetzt oben liegen lassen? Die müssten ja, dürften nicht verkraftet werden. Eigentlich müssten die jetzt da gedroppt sein. Hä? Werden die verkraftet? Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte nicht, dass die verkraftet werden. Okay, aber umso besser, dass ich die dann gemacht habe. Bleiben wir trotzdem bei einem erstmal. Ich kann sogar von hier auf die unendliche Wasserquelle zugreifen. Das ist halt super smart gebaut mit den Slabs. Da muss ich mal Props an mich selbst raushauen. So, dann machen wir noch die Lava ran. Zack, so, jetzt ist er voll, der Kollege. Der soll aber bitte keinen Cobblestone generieren, sondern Obsidian, bitteschön. Dauert zwar etwas länger und er verbraucht jedes Mal Lava, wenn ich richtig liege, ne? Aber das ist auf jeden Fall worth, weil wir haben mehr als genug Lava. Können auch immer wieder mal voll machen, das Crucible. Damit uns das ja nicht ausgeht. Das werde ich offscreen, aber denke ich mal mehr bearbeiten als jetzt hier. So, einmal noch Wasser rein und dann lassen wir den Kollegen mal leer werden. Dann haben wir auf jeden Fall genug Obsidian für den Assembly Table und eventuell noch andere Sachen, die gleich danach kommen werden. Keine Ahnung, was genau das sein wird. Ich lasse mich überraschen. 9 satte Obsidian kommen wir da schon drauf. Das ist halt echt super. Und ich bin am überlegen, ob ich auch in der Folge oder in der nächsten Folge dann hier unten das Ding weiterbaue. Also das einfach runterfließen lassen. Ein zweites Dreier-Räder dran packe. Weil das reicht dann auf jeden Fall, um alle Geräte zu betreiben, die ich in näherer Zukunft erstmal bauen möchte. Aber... In allererster Linie brauche ich sowieso ein Relay, weil dann ist das alles viel einfacher gemacht. So, kommen wir zum Assembly Table. Dafür brauche ich ein Gold Gear, ein Iron Gear und Stone Gear. Okay, das ist natürlich ein bisschen stressig zu craften, aber das geht, glaube ich, schon klar. Ich habe sogar alles, ich hätte gar nicht rausthaben müssen. So, Wood Gear, Stone Gear, Iron Gear, Gold Gear und Deer Gear. Here we go. Zack.
Der Kollege nach oben, der da ran und dann das hier. Assembly Table. Here we go again. Oder beziehungsweise zum ersten Mal. Ich glaube, mit dem habe ich das letzte Mal im Modpack, wo habe ich damit gespielt? Megaprojekt müsste das gewesen sein, glaube ich, habe ich das letzte Mal verwendet. Ich brauche noch Laser dafür. Dafür brauche ich noch mehr Obsidian eben, deswegen war das gar nicht so schlecht. Ich meine, ich muss mich da nicht beeilen unbedingt. Ich bin gerade überlegen, wo ich den hinstelle. Genau, ich muss Kabel craften, das habe ich voll vergessen. Ich muss ja Kabel craften, ich brauche nämlich, ich habe die Rednet Cable für am sinnvollsten gehalten, aber das Problem bei denen ist, dass ich Rubber brauche und ich habe gerade noch keinen Rubber. Ich müsste den anbauen, das ist was ich offscreen machen werde. Deswegen werde ich das vermutlich erstmal mit einer Kinesis Pipe lösen. Dafür brauche ich einmal eine Wooden Kinesis Pipe. Das ist diese hier. Machen wir eine Wooden Pipe, dafür habe ich aber eh alles. Ich mag diese Buildcraft-Sachen mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber keine Ahnung, was soll's. So, dann machen wir noch eine Cobblestone-Kinesis-Pipe. Das ist direkt das nächste. Oh, habe ich nicht alles dafür da? Doch, ich müsste eigentlich alles dafür haben. Huch, warum ging das denn gerade nicht? Und ich brauche definitiv irgendeine Möglichkeit, wie ich hier besser lagern kann, weil das ist gerade hart für den Arsch. Warte mal, brauche ich für den Assembly-Table überhaupt Energie direkt? Ich glaube, brauche ich gar keine Energie, oder? Kann das sein? Warte mal. Müsste den eigentlich nur hinstellen und den mit einem Laser chargen. Ah, der Laser braucht wahrscheinlich Energie, oder? Ich erinnere mich echt nicht mehr. Ich brauche auf jeden Fall wieder mehr Redstone. Ich muss noch mehr Dust machen. Damn. Das habe ich voll nicht in Betracht gezogen, dass ich tatsächlich nicht genug Redstone für die ganze Schiene habe. Denn das ist doch relativ kostspielig, also Buildcraft. Aber wir kriegen das schon hin. Also ich mache mir da mal keine Sorge. Es wird schon funktionieren. Ich werde, by the way, ich kündige das jetzt schon mal an, versuchen, dass ich am Sonntag wieder streame. Allerdings nicht zu spät, sondern eher früher. Auch Minecraft Sky und danach irgendwie ein paar andere Spiele noch, aber wahrscheinlich so wieder 2 Stunden Minecraft Sky, schätze ich mal. Ich will es nicht übertreiben. Vermutlich so gegen früher Nachmittag, weil am Sonntag da sollte das eigentlich eh für alle klar gehen. Es ist noch nicht endgültig, aber ich sag's euch nur schon mal, damit ihr euch auskennt. Wenn ihr es endgültig wissen wollt, ob, wann, wie ich streame, dann schaut in meinem Discord vorbei oder auch auf Twitter. Dort werdet ihr, glaube ich, alle Infos finden. So, dann zerlegen wir den Kram kurz auf die Hoffnung mit Redstone. Ich leg mir das mal hier in die Hopper, damit ich das sehe. Ich brauche im Prinzip nur 5. Na komm, ein Redstone noch, dann bin ich zufrieden. Ich gebe Ruhe. Dankeschön. Ja, der super funktioniert. Haben wir die 5 Redstone. Ich meine, ich brauche später eh sowieso noch mehr, aber das ist auch ein Ding, was ich wahrscheinlich offscreen machen werde. Oh, warte mal, ich glaube, ich brauche Diamanten, oder? Ja, genau, ich brauche 2 Diamanten. Zum Glück habe ich mir die aufgehoben und keinen Diamant gemacht, wie viele das von euch sagen. Einen Chickenhammer spammen auch immer wieder Leute, aber chillt mal, Leute. Chillt mal. Genau, der muss mit der 11 geladen werden, dachte ich mir schon. Deswegen baue ich den nochmal kurz ab. Ich hoffe, der geht nicht kaputt. Nee, alles cool. Machen wir immer Sorgen, aber dann total unberechtigt. Muss ich mir nicht mal Sorgen machen eigentlich. So, jetzt muss ich halt hier irgendwie die Energie... Warte mal, ich kann eigentlich das Ding benutzen, fällt mir gerade auf. Warum benutze ich nicht das Ding? Hier ist der Output, glaube ich, ne? Genau. Das reicht eigentlich schon vollkommen aus. Da muss ich da gar nicht rübergehen und irgendwie jetzt was kompliziert umbauen. Das sollte schon passen. So, jetzt brauche ich noch... muss ich schauen, was ich da nochmal für brauche. HV... Das Relay, zack. Ne, warte mal, ich wollte einen Pulverizer machen. Was mache ich mit dem Relay? Das ist ja Quatsch jetzt. Smash in Frame war es halt. Iron Mechanical Component, Compressed Cobblestone, LV Capacitator. Capacitor, ich sage immer Capacitator. Und ein Tin Gear. Okay, das sollte ich aber hinbekommen, denke ich. Also auf jeden Fall noch das Gold für die Folge. So, wir fangen mal mit den einfachen Sachen an. Das ist ein Tin Gear. Ich brauche noch einen Redstone dann jetzt. Aber das sollte ich hier, glaube ich, hoffentlich gleich rausbekommen. Natürlich jetzt genau, wenn ich sage, nicht. Okay, Chris Batman. Never lucky mit dem Redstone gerade. Hoffentlich gleich, weil sonst wird es ein bisschen eng. Ich habe jetzt nichts mehr zum Compressen. Okay, da habe ich einen Redstone. Ich mache jetzt einfach die restlichen Dinger weg, damit ich alles sehe, was ich direkt habe. Weil dann weiß ich gleich, ob es Sinn hat oder nicht. Das weiterzumachen, muss ich nicht hier RNGen. Ja, komm, auf so 9 Redstone oder so komme ich noch. 8. Ja, ist auch okay. Warum nicht? I'll take it, boys. So, gut. Dann haben wir das jetzt erledigt. Das heißt, jetzt brauche ich den Capacitator. Dafür brauche ich Lead, Copper und Steel und Treated Wood Planks, dafür habe ich also alles. Ich habe das Lied natürlich nicht im Inventar. Grüße gehen raus an mich. Und jetzt brauche ich noch Compressed Cobblestone, den hole ich gleich von unten. Das Zeug brauche ich nochmal ganz kurz. 2 Stück wieder. Und jetzt hole ich mir kurz Compressed Cobblestone. Kann ich hier unten einfach den Cobblestone nehmen, dafür habe ich ihn ja. 4 Stücke sind auch nicht viel. Also das sind die ganzen Rezepte, die sind teurer geworden, das habt ihr schon gemerkt, damit man nicht so schnell an diese ganzen Geräte kommt. Aber ich tue es trotzdem. Ich komme trotzdem an diese ganzen Geräte. Mich kann man nicht aufhalten, ich bin eine Maschine. So, und das dürfte alles sein jetzt. Ballern wir das da mal rein. Den Kollegen. Irgendwas habe ich vergessen. Ah, den Capacitor. Jetzt habe ich es richtig gesagt sogar. So, dann muss der hier rauskommen.
Wie werfe ich das denn jetzt nochmal an? Muss das weiter weg? Ist es zu nah dran? Es geht doch so, dass man den Assembly Table... Den befeuert man doch so. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der zu nah dran steht, dass er so stehen muss. Kriegt aber keine RF. Warum kriegt er keine RF? Ich glaube, mein Fehler liegt gerade darin, dass ich das hier mit dem... Nevermind! Ich habe keinen Fehler gemacht, alles gut. Und das verbraucht nicht mal so viel Energie. Leute, ich kann es einfach hier betreiben. Das ist ja voll chillig. Aber es dauert jetzt halt ein Stück. Ich kann noch 5 Minuten aufnehmen, dann geht meine Facecam aus. Aber ich denke, dass das vorher fertig sein wird. Es braucht 200.000 RF. Ja, so ein zweiter Laser oder so wäre halt sick, aber in 5 Minuten ist das so oder so fertig. Also muss ich mir keinen Stress machen. Ja, nee, aber das sieht ja schon ganz gut aus. Es geht was weiter. Also da vorne geht auf jeden Fall was weiter. Holy shit, was macht ihr denn hier? Warum ist von dem Zombie gerade... Hat der einen Inksack in der Hand? Was ist das für ein Zombie? Nein! Ich wollte die Inksacks haben. Das ist der einzige Grund, warum ich ihn getötet habe. Oh Mann. So, ich lade kurz meinen Shit jetzt mal ab hier. Den ich gerade nicht brauche. Alles, was ich hier abladen kann überhaupt. Ist nicht sonderlich viel anscheinend. Oh, es fängt an zu regnen. Das bringt mir aber nichts, aber tut mir auch nichts. Also, ich lasse es regnen. Brauche ich nichts. Habe ich keinen Stress von. So, die HV-Coil sollte ich noch irgendwie reinbringen. Ich kann kurz den Knochen zu Bone Meal machen. Habe ich hier keinen Stress. Dann kann ich das Zeug nochmal wegtun. Ideal. Haben wir alles gestort. Perfekt. So, das ist schon auf blau. Blau heißt, glaube ich, dass es besser ist, ne? Also der wird ja immer schneller, der Laser. Oder? Ist das nicht so? Ich weiß gar nicht mehr. Aber wir haben schon circa die Hälfte in 2 Minuten. Das wird echt eine knappe Geschichte. Aber ich bin mal hoffnungsvoll, dass es funktioniert. Währenddessen kann ich nochmal das Feld hier kurz machen. Das hat irgendwer kaputt gemacht schon wieder. Wer trampelt auf meinem Feld hier, ja? Geht nicht, Jungs. Es geht nicht. Könnt ihr nicht bringen. Wo ist meine Charcoal jetzt hin? Irgendwo hier rein. Ah, die habe ich hier reingetan, oder? Machen wir mal hier dazu. Ich glaube, demnächst werde ich dann auch mal auf Brot umsteigen. Weil davon habe ich jetzt schon eine Menge, dass ich wieder Platz da in der Kiste bekomme. Mache ich mir direkt mal zu den Potatoes dann dazu, glaube ich. So, guck mal hier. Na bitte, da haben wir ja schon fast einige Stacks, ne? Ist auch schon ganz gut. Kriegen wir fast einen Stack Brot zusammen. Super. Eine tolle Nahrungsquelle eigentlich. Ach so, und das mache ich jetzt gerade falsch. Ich sollte diese Dinger eigentlich abbauen und neu setzen, glaube ich. Weil... Ich brauche die Seeds, aber es scheint mir so, als ob ich die Seeds nicht alle rausbekommen würde. Seht ihr das? Ah doch, ich habe alle rausbekommen sogar. Aber ich kriege keine zusätzlichen. Wo kriege ich diese Seeds her? Ich brauche die nämlich später, diese Hemp-Fiber-Seeds, um mein Ding zu machen, meine Energiequelle. Wenn ich zum Beispiel eine Refinery oder einen Dieselgenerator bauen möchte oder so, da brauche ich diese Hemp-Seeds. Aber ich habe einfach zu wenig davon. Normalerweise könnte man das abbauen und kriegt man das wieder raus, aber irgendwie funktioniert das in dem Pack hier nicht. Ich frage vielleicht mal, ob das ein Bug ist oder ob das intended so ist. Okay, der Kollege ist gleich fertig, das ist super. Und das ist nicht mal leer gegangen hier, ne? Das Windrad alleine produziert genug Strom dafür. Und dann denke ich mal, das Ding hier produziert mehr. Eines davon produziert mehr als ein so ein Windrad. Das ist schon bei 2 Millionen? Das ist schon bei 2 Millionen, das ist halt instant voll eigentlich. Das ist krass. So, dann schauen wir uns das mal an auf den Zielgeraden, wie das jetzt gleich ausschaut. Und zack, fertig. Machine Frame. Lol, der wäre fast runtergefallen. Holy crap. Okay. Dann können wir jetzt noch schnell den Pulverizer craften. Das kriegen wir, denke ich, noch hin. Dafür brauche ich nochmal Copper Gear, eine Reception Coil. Okay, 2 Redstone. 1 Gold. Ich habe nicht genug Copper. Oh no. Wobei ich das kurz machen könnte. In das Smeltery unten. Wenn es schnell genug ist. Schauen wir mal. Das schaffe ich nicht mehr. Nee. Leute, ich muss die Folge beenden. Das machen wir nächstes Mal. Das mache ich offscreen fertig. Ich muss die Folge aber beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Die Facecam geht nämlich jetzt gleich aus. In 2, 3 und sie ist weg. Okay, ciao.